Hallo, ich bin's mit einem kleinen Bastelvideo von mir. Wie ihr in der Überschrift schon lesen könnt, basteln wir heute einen kleinen ja, Art Stoffteddy aus Fimo, also quasi ein Fimo-Bärchen oder ein Fimo-Häschen, was so Stoffoptik sein soll. Und zwar habt ihr das ja sicherlich schon mal gesehen. Bei der Kalu hatte ein kleines Häschen in ihrem Gewinnpaket. Und ja, das wollte ich mit euch heute basteln, weil sie auch schon angefragt hatte, ob ich dazu mal ein Tutorial machen kann. Und ja, also will ich heute einfach eins machen. So, ich habe die Kugel mir schon mal zurechtgelegt. Ich habe zwei hellblaue Töne genommen für die Innenseiten der Öhrchen. Dann zwei Kugeln für die Ohren. Zwei schwarze Kügelchen für die Augen, eine rosafarbene für die Nase. Dann haben wir den Kopf, den Körper, die Arme und die Beine. So, als Werkzeug nehme ich wieder mein flexibles Messerchen, ein Dotting-Tool, dann ein Pinsel, um dann wieder mit der Pastellkreide, meine ich, zu arbeiten. Dann habe ich hier dieses Tool mit den größeren Kugeln. Dann habe ich hier so ein Pieker, sage ich mal, um dann nachher diese Nähte zu machen bei dem Häschen. Ihr könnt es aber ganz normal auch mit so einem Spitzen Werkzeug, wo ihr dann einfach die Punkte oder die Ritze so reinmachen könnt. Ich habe dazu das. Das hatte ich ja mal in einem Paket mit drin. Und ja, dazu macht sich das ganz gut. Was ihr unter anderem wieder braucht, ist einmal Feuchttuch zum Abwischen der Arbeitsplatte oder auch um zum Abwischen der Hände oder der Fimo-Figuren. Und dann einmal Pastellkreide. Ich benutze die immer sehr gerne, um da wieder die Wangen mit vorzuheben oder um irgendwelche Highlights zu setzen. So, wir beginnen mit der größten Kugel, was der Kopf werden soll. Und zwar kneten wir uns diese einmal wieder schön ordentlich weich durch. Bei diesem dunklen Ton, den ich gewählt habe, geht es heute auf die Hände quasi. Das färbt ein bisschen ab, wo ihr dann immer euer Tuch griffbereit haben solltet, um dann einmal abzuwischen. Dann machen wir uns das Ganze zur Kugel. Wenn wir diese Kugel haben und dann wieder darauf achten, dass da keine Risse drin sind. So, wenn wir die Kugel ordentlich verknetet haben, ja, die sieht gut aus, dann nehme ich mir hier wieder meinen Finger. Und gehe dann hin und her, bis ich dann wieder diese Kuhle habe. Drücke mir diese ordentlich ein und drücke dann den Oberrand platt, dass ich dann wieder so eine Schnutenform habe. Dann nehme ich mir das in die Hand und drücke es rechts und links etwas zusammen, dass es so oval nach oben geht. So, als zweite Kugel nehmen wir uns das etwas kleinere Stück von der Kugel, also von der größeren Kugel, von dem Kopf, nehmen rollen dieses auch wieder erst ganz ordentlich durch, bis wir keine Risse und Schliere mehr zu sehen haben. Und dann in den Handrücken quasi an der Seite einmal hin und her gehen, bis man denn so ein Tröpfchen formt. Bis man so eine Tropfenform kriegt. Da setzen wir uns das dann wieder ran und gucken, ob die Proportionen stimmen, ob uns das so, wie es aussieht, gefällt. Ein bisschen schräg guckt. Und drücken uns das dann auf der einen Seite ein bisschen platt. Und hier unten auch ein bisschen andrücken, damit wir dann den Kopf und hier diesen ovalartigen Körper haben. So, dann nehme ich mir die zwei Kugeln, woraus ich die Ohren machen möchte, nehme diese und rolle diese zur Wurst, aber übe den Druck nur auf den hinteren Handballen aus, dass ich dann wieder so eine länglich
gezogene Tröpfchenform habe. Gucke, dass dieses gleich groß und vor allem gleich kräftig ist, damit es dann am Ende nicht zu sehr unterschiedlich aussieht. So, wenn wir das getan haben, dann drücken wir uns das einmal auf der Arbeitsfläche platt. Gehe da immer wieder mit meinem Finger so in die Rolle und drücke das damit platt. Das mache ich auf beiden Seiten. Wenn ihr es platt gedrückt habt, kriegt ihr es ja so von der Form nicht mehr ab. Dann nehme ich mir mein flexibles Messer und gehe immer wieder hin und her, bis ich es von der Arbeitsfläche ab habe. So, wenn ich es dann in der Hand habe, drücke ich es mir nochmal so zurecht, wie es mir gefällt. Also ich möchte ja, dass es oben spitz, also spitz zugeht und dass dann die Ohren quasi den Körper einmal so umschmeicheln von dem Häschen. Also mache ich so richtig schön lange Schlappohren und drücke mir diese unten ein bisschen auch so spitz zugehend. Das mache ich wieder auf beiden Seiten. Dann nehme ich mir so ein spitzes Tool, was oben ein bisschen spitzer ist, und gehe da einmal nur so eine Kuhle lang runter, dass ich hier so eine Einkerbung habe und da quasi weiß, wo denn das Hellblau dann hinkommt. Mache ich auch wieder auf beiden Seiten, bis ich so eine Einkerbung habe. Dann nehme ich mir die zwei helleren Kugeln, aber wichtig ist erstmal wieder Hände waschen. Hände sind sauber, dann können wir jetzt weitermachen mit den Hellblau. Und zwar nehmen wir uns die Kugelchen und machen das gleich quasi schon bei den Ohren. Wir machen so langgezogene Tropfenform, wo wir den Druck auf hinten, also hier hinten, mehr ausüben als vorne. Dennoch ein bisschen mit nach vorne gehen, weil sonst habt ihr zu unterschiedlich. Dann ist es hier vorne ganz dick und da hinten zu dünn. Deswegen müsst ihr immer schön achten, dass ihr von hinten mehr Druck und nach vorne gehend leichter wird. Aber nach vorne müsst ihr auch gehen, damit ihr da genauso dünn bekommt wie hier hinten. Das machen wir wieder zweimal. Wenn wir diese zwei gleich langen Würstchen haben, nehmen wir uns die Öhrchen wieder, setzen dieses hier rein, gucken, ob es mit den Proportionen her stimmt und drücken dieses denn in dem Ohr platt. Verstreicht es ruhig ein bisschen und dann haben wir dieses Innenleben vom Ohr. So, nun haben wir den Kopf, wir haben die Ohren. Jetzt machen wir weiter mit dem Beinchen und mit dem Füßchen. Da passiert es gleichermaßen. Bevor wir das allerdings machen, setzen wir uns das einmal so zusammen, dass wir ungefähr die Proportion haben von dem Häschen. Ich lege mir das jetzt auch nur so an, damit ich dann ungefähr weiß, wie lang ich Ohren und Arme und Füße machen kann. Und zwar nehmen wir uns die Kugeln und machen das genau wie bei dem Ohr und bei dem Innenleben vom Ohr. Wir nehmen die Kugel und üben hinten zwischen Druckballen und dem Finger mehr Druck aus als vorne. Wie gesagt, geht immer ein Stückchen nach vorne, weil sonst sieht es vorne so klobrig aus und hinten dann so flach, dass es dann eher einer, ja, wie soll ich sagen, einer Keule ähnelt als irgendwie. So, nun ist es ein bisschen zu lang geworden. Ich gucke mir ungefähr an, wie lang ich das haben möchte. Ich möchte ja schon, dass es alles so den Körper runterhängt. Und schneide mir dieses dann so ab, leicht schräg, damit ich es dann genau am Körper ansetzen kann. Und das in der Länge, wo ich es haben möchte. Ich gucke hier einmal, ob mir das so gefällt.
Und so finde ich das schon ganz niedlich. So, das nehme ich mir jetzt als Maß und mache davon aus dieser Länge 4 Stück. So, dann haben wir 4 Stück. Legen diese wieder an und gucken, ob uns das gefällt. Der soll ja so richtig schöne Hängearme und Hängebeine haben. Und so finde ich das eigentlich ganz niedlich. Die Öhrchen sind ja dann hier dran und ich glaube falsch rum. Nee, ist richtig. Die Öhrchen kommen ja dann hier ran und sollen dann den Körper quasi einmal ummanteln. Als wenn er sich mit seinen Ohren so zudeckt. Wenn da doch ein Öhrchen länger ist als das andere, setzt ihr es weiter oben an, damit ihr dann einen sauberen Abschluss habt. Quasi so. So, nun widmen wir uns den drei restlichen Kügelchen, die wir noch auf dem Tisch haben, indem wir uns einmal unser Tool nehmen. Ich nehme da wieder meine kleine Toolspitze und drücke mir die Augen dort hinein, wo ich sie haben möchte. Nehmt euch das in die Hand und guckt ungefähr, wo es euch gefällt, indem ihr vielleicht ganz leicht die Kugel so ansetzt und dann schon mal guckt. Also ich möchte sagen, ich finde es hier und hier ganz niedlich. Da drücke ich mir das dann einmal so ein bisschen vor, damit die Kugel dann da drinnen verschwinden, die zwei schwarzen Knopfkugeln, und damit es dann besser drinne ist und nicht wieder abfallen kann. So, die Knopfaugen sind drinne. Wenn wir dieses getätigt haben, wenn wir das getan haben, entschuldigt, dann nehmen wir uns die Nase. Das ist jetzt natürlich viel zu groß, also müssen wir wieder auf die Proportion gucken, in welchem Verhältnis uns das gefällt. Ich probiere es erstmal mit der Hälfte, nehme mir diese, rolle sie zu einer Kugel. Und da müsst wieder ihr wissen, ob ihr gerne eine Knubbelnase haben wollt, ob ihr gerne eine dreieckige Nase haben wollt oder wie auch immer, ob ihr eine herzförmige Nase haben wollt. Ich finde es jetzt ganz süß, wenn er so eine dreieckige Nase hat. Das hatte ich ja bei dem von Kalu, glaube ich, auch gemacht mit einer dreieckigen Nase, weil ich es einfach niedlich finde. Dann nehme ich mir wieder die Kugel, drücke diese zwischen Daumen und Zeigefinger einmal komplett zurecht, dann drücke ich sie mir ein bisschen platt und setze sie einmal auf meine Figur an. Das ist mir noch viel zu groß, also nehme ich mir noch mal die Hälfte ab. So, wenn ich die Nase denn so habe, dass mir es gefällt, dann verbinde ich nun mein ganzes Gerüst, also quasi verbinde ich einmal alles mit Fimo Liquid und durch den Körper bis zum Kopf drücke ich einmal einen Kettelstift. So, wenn alles miteinander verbunden ist, müsstet ihr jetzt so ein kleines Häschen haben. Packt den kleinen Kerl mal in die Mitte. So, weil wir jetzt nämlich zum letzten kommen. Ich zoome euch mal ein bisschen ran. Ja, ich bin da jetzt rechts und links ein bisschen reingekommen mit meiner Spitze beim Andrücken und so. Ist aber gar nicht schlimm. Hier habe ich jetzt auch noch mal ein bisschen Mist gebaut, weil ich noch Orange am Finger, Rosa am Finger hatte. Aber ist auch nicht schlimm, das kriege ich auch wieder ab, indem ich dann einfach ein Ohrstäbchen nehme und dieses Ohrstäbchen dann einmal in Nagellackentferner stopfe. So, jetzt nehmen wir uns dieses Gerät oder wie ich schon gesagt habe, so ein spitzen Tool und gehen dann einmal von oben nach unten, so quasi in der Mitte, um dann diese Struktur zu bekommen, was denn quasi diese Nahtoptik sein soll. Da
Das mache ich jetzt einmal komplett durch. So, und da ist er auch schon fertig. So sieht er jetzt aus. Ich habe da an den Stellen, wo ich es zum Beispiel an der Nase, da kann man ja nicht so dicht rangehen, weil ich ja sonst mit der Kante oder auch mit dem, denn die Nase kaputt gemacht hätte, habe ich dann einfach das Tool genommen. Bin da dann noch mal so ein bisschen nachgegangen, wie hier zum Beispiel und dort. Und da, wo ich mich gerade an der, an den Ärmchen vertan habe, habe ich da einfach die Einstichsnaht genommen und bin dann rumgegangen. Und somit haben wir diese Optik, als wenn er so eine Naht halt hat und so zusammengenäht wurde. Und ich finde es total niedlich. Man kann jetzt natürlich noch einen Flicken irgendwo mit hinmachen, dass er so eine Art wie Loch hatte. Das Einzige, was ich jetzt noch machen werde, ist aus diesem Hellblau, was ich auch in den Öhrchen hatte, mir eine kleine Schleife setzen. Das kann ich ja noch mit euch zusammen machen. Ganz kleinen Moment, ich bereite mal vor. So, und zwar habe ich mir da dann einmal diese Mold genommen, weil das so kawaii aussehen, die Schleifen. Das finde ich ganz niedlich. Ihr könnt da natürlich aber auch so eine kleine Flashbacks nehmen. Könnt dann da zum, also diese Acrylblümchen, könnt dann da zum Beispiel noch was mitmachen. Ich finde jetzt ganz niedlich, wenn er so eine kleine Schleife hat. Ich habe jetzt aber nur große Schleifen. Das heißt, ich mache mir einfach schnell eine selber mit der Mold. Man kann die wahrscheinlich auch selber machen, aber ich bin dafür einfach zu doof. Genauso wie für die Hände machen. Alles, was doch denn so ganz, ja, wie soll ich sagen, ganz genau und filigran ist, das ist nicht ganz so meins. Und deswegen nehme ich mir da die Hilfsmittel, wenn ich sie mir mal gekauft habe. Warum soll ich sie dann auch nicht nutzen? Wer es natürlich nicht hat, kann sich auch eine Schleife. Bei YouTube gibt es da, habe ich euch ja schon mal gesagt, ganz viele Anleitungen, wie man die machen kann. So, auf jeden Fall habe ich jetzt den Blauton in die Mold gedrückt. Dann mache ich immer den Rand so ein bisschen einstreichen, damit nichts übersteht, weil man das sonst sieht. Dann lockere ich das Ganze an an jeder Kante, drehe dieses um und dann fällt auch schon meine Schleife raus. Dann nehme ich sie mir mit dem spitzen Tool einfach auf. Nimmt sie dort an der Kante auf, wo man es nicht zu sehr sieht, dass ihr reingepiekt habt. Und setze mir diese dann dahin, wo ich sie haben möchte. Ich finde die hier ganz niedlich. Drücke mir die rechts und links ein bisschen fertig zurecht und drücke sie an. So. Die Kanten, die unschön aussehen. Die rubbel ich mir dann einfach ab, drücke es da dann nochmal ein bisschen fest und schon hat er seine Schleife. Ich finde das mega niedlich. Ist so ein kleines Geschenk. Man kann es jetzt zum Beispiel, wenn man eine Windeltorte macht oder so, finde ich es niedlich, wenn sowas mit dran ist, was man einfach am Mobili anhängen kann oder wie auch immer. Weil Fimo und Babys ist ja nicht, die sollen es ja nicht in der Hand bekommen. Aber trotzdem kann man, finde ich das ganz niedlich, wenn man das irgendwo mit ran macht oder auch zum Verschenken. Oder die Mutti kann sich denen am Schlüsselanhänger machen mit dem Namen zum Beispiel von dem Kind oder sowas. Und ich finde es ganz süß. So, oder halt auch zu Ostern, ne? Wenn man denen da irgendwo mit am Sträußchen hängt, zwischen die ganzen Eier, so einen kleinen Stoffhäschen, sage ich mal dazu. Also Stoffoptikhäschen, finde ich ganz niedlich. Ich habe den heute in dunkelblau gemacht. Kalu hatte den ja in hellblau. Wenn ihr da gerne mal reingucken möchtet, ich verlinke euch nochmal das Gewinnvideo unten in der Infobox. Und da könnt ihr dann nochmal reinschnuppern und euch den anderen angucken. Ja. Und ich wünsche euch einen schönen sonnigen Tag. Viel Spaß beim Nachbasteln. Eure Charlie. Tschüss.